Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Ostriff. Wir wollen unser Dorf weiter umbauen zur Stadt, zur Kleinstadt. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Folge vermehrt solche Häuser hier bauen. Und da werdet ihr auch merklich sehen, dass ich das Video schneiden werde. Da wird halt das Haus dann auf einmal dastehen. Ihr wisst, was ich meine. Denn ich möchte heute mal etwas länger Ostriff spielen. Und das möchte ich halt in einer Folge zusammenfassen. Wie ihr seht, habe ich hier den Patron of the Arts Moment hier oben. Das baue ich hier. Baue ich hier auf dem Markt neben der Kirche. Hier wird es eher gebaut. Ich habe das nochmal für knapp 10 Euro gekauft, für 9,75 Euro, um den Yevgeny noch etwas zu unterstützen. Das ist ein kleiner Beitrag, aber ihm wird es bestimmt helfen. Und auch eine Art Dankeschön, dass es in diesem Spiel so kontinuierlich weitergeht. Wer kommt denn hier? Aus der Kashi, der bringt Leder mit. Ach gut, habe ich. Ist das der Kashi? Ich glaube. Dann gucken wir doch mal auf die Weltkarte. Ja, ja, die bringen noch Leder. Alles klar, importieren wir. Dann haben wir auch Kartoffeln importiert und wir wollen Kohle verkaufen für 700 Geld. Alles klar. Gut. Also, der Handel läuft noch. Aber was ich gemerkt habe, dass wir dringendst noch eine Ziegelfabrik brauchen. Wenn wir unser Dorf umbauen wollen, brauchen wir verstärkt Ziegel. Und ich werde jetzt hierher noch eine Ziegelfabrik. Nehmt Sandgrube, das ist doch, glaube ich, die Sandgrube, oder ist es? Ja, das ist die Sandgrube. Also, schauen wir gleich mal in die Produktion. Die war, glaube ich, hier hinten. Brickwerk, hier ist es. So, die drehen wir mal ein bisschen ein. So rum, das ist, ja. So. Eingang gegenüber der Sandgrube. Und dann brauchen die ja bestimmt irgendwie auch Wasser, denke ich mir. Dann bauen wir mal noch einen Brunnen hierher. So, ich hoffe, dass wir genügend Steine haben. Ah, hier sind noch welche drin. Alles klar. Hier habe ich noch Steine. Produzieren die denn hier bei uns Steine hier drin? Die Gute habe ich, glaube ich, stillgelegt. Mal schauen, habe ich ja hinten noch eine gebaut. Da hinten ist noch eine. Genau. Und die werden jetzt auch mal noch. Ne, die lassen wir so produzieren. Hier unten sind doch Steine. Da werde ich nochmal. Genau, hier sind die Steine. Die werde ich nochmal aktivieren, dieses Ding hier. Hier sind Steine und die Schwarzellen, die nur Steine produzieren. Und da stellen wir auch mal ein paar Leute ein. So. So, und jetzt lassen wir das mal wieder etwas schneller laufen. So. Ja, die bauen jetzt unser Monument. Und als nächstes nochmal die nächste Ziegelfabrik. Wir haben übrigens auch noch mal ein kleines Update bekommen. Und zwar können wir jetzt Glas produzieren. Moment, wir müssen erstmal hier raus. Wer ist das hier? Nochmal der Kashi. Die wollen nochmal Kohle, können sie kriegen. Kohle, unser bestes, zurzeit unser bestes
Export. Hier. Haben wir noch irgendwas? Äpfel. Haben wir Äpfel? Nee, die wollen wir erstmal selber essen. Die müssen wir erstmal selber essen. Haben wir noch irgendwas, was wir denen verkaufen können? Sunflower-Eulen. Nee, kann man auch nicht. Wir müssen auf alle Fälle, auch wenn wir jetzt unser Augenmerk auf die Umgestaltung unseres Dorfes legen, müssen auf alle Fälle noch Farmen bauen. Wir brauchen Lebensmittel. Wir brauchen noch Weizen. Wir brauchen Sonnenblumen. Also werden wir hier, denke ich mir mal, wo ist die Grenze? Wo ist die Landesgrenze? Hier ist die Landesgrenze. Wir werden hier jetzt mal noch eine, na, wisst ihr nicht mehr, wo die Farm ist? Eine Farm hierher bauen. Hierher oder bauen wir die weiter hierher? Jetzt ist wieder das Gelände ist wieder nicht geeignet. Also mit dieser Karte muss ich wirklich sagen, haben wir uns keinen Gefallen getan. Aber absolut nicht. Also setzen wir doch mal unsere Farm hierher. Da kann ich hier nach hier Felder anlegen und kann hier Felder anlegen. Und hier kommt noch mal ein Händler. Alles klar. So. Ich gebe noch mal ein bisschen Geschwindigkeit, dass die unsere Igelfabrik bauen. Wie ihr seht, ist die Entscheidung ganz gut, dass wir noch eine Ziegelfabrik bauen. Wir haben noch 1700 Ziegel. Und unsere Bestände sind alle aufgebraucht für die Häuser, die wir bisher gebaut haben. Also, wenn wir hier weitermachen wollen, brauchen wir ja unbedingt die Ziegel. Wie ihr seht, haben wir hier Barwin Koffe. Die wollen auch bei uns was kaufen, und zwar Pottasche. Das heißt, ich hatte ja schon bemerkt, dass wir ein Update bekommen haben. Und zwar können wir jetzt Glas produzieren und dazu und Seife. Und dazu müssen wir hier in diesen Escherie müssen wir Pottasche produzieren. Wir haben übrigens auch eine Distillerie, wo Horlika gebrannt wird. Die Brauerei ist klar, wir brauchen Gerste. Und hier für die Distillerie brauchen wir Weizen. Also müssen wir verstärkt auch Weizen anbauen. Damit wir unsere Distillerie, damit wir für die Kneipe Horlika und Bier produzieren können. Sonst wird das nämlich nichts hier. Was habe ich hier? Die Schaffarm. So, wollen wir mal schauen, was wir an Wolle haben. Das sind Schmelzen. Wir zwei Schmelzen, die produzieren Eisen. So, was haben wir hier drin? Ich habe noch 880 Ziegel drin. 5000 Patch, also für die Dächer, Ried. Hier haben wir Eisen drin. Hier haben wir die Kohle ist fast alle. Dann haben wir hier Wood, Bark und Wolle haben wir hier drin. Und ein paar Ziegel noch. Also so sehr viel ist das nicht mehr, was wir haben. So, unsere Fabrik ist fertig. Da wollen wir doch gleich mal Leute einstellen. Und in der anderen Ziegelfabrik auch so viele Leute. Oh ja, 7 Mann. Und die ist schon voll besetzt. Alles klar. So, da werden wir gleich mal noch, wie die ihr Material kriegen. Und da werden wir auch noch hier einen, Moment, einen Wagenschuppen hierher setzen. Den drehen wir mal. Den brauchen wir dann hier. Gut, die Farm bauen sie jetzt. Alles klar. Lassen wir erstmal die Farm bauen, damit wir im Frühjahr vielleicht schon das erste wieder. Wir haben nämlich schon Januar.
dass man da vielleicht schon noch ein paar Felder anlegen kann. Der Kashi ist auch schon wieder da. Ich gehe mal zur Geschwindigkeit wieder raus. So, was wollen denn die? Die haben nochmal Kohle. Die haben... Ich habe nichts mehr. Oh, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier nicht so viel Kohle verkaufen. So, die kriegen nochmal den Deal. Die haben wir die 3064. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir auch Kohle für unsere Miete haben. Wo ist denn unsere? Unsere Meiler sind hier. Ich glaube, die müssen wir langsam mal woanders hinsetzen. Hier ist noch ein Meiler, der doch noch dampft. So. Wir brauchen aber auf alle Fälle noch mächtig Kohle. Das setzen wir hier nochmal ein paar Meiler her, denke ich mir. Moment. Ich hoffe, dass die auch von den hier unten bedient werden. So, das Feld kann man, glaube ich, jetzt auch. Genau. Das ist diese Farm. Das tun wir jetzt aktivieren hier. So, und hier haben wir Gerste drin. Brauchen wir erstens als Futtermittel und für die Brauerei. So, habe ich hier Warenhaus. Hier kann ich doch Barley reinschmeißen. Voll mit 10.000 Mal. 10.000 Mal Dingens. Genau. So. So, produzieren die hier fleißig? Die produzieren auch. Wir werden jetzt hier oben noch einen Holzfäller bauen und dann den hier unten. Wenn dieser hier unten, da hier oben fertig ist, werden wir den hier unten außer Betrieb nehmen. Setzen wir hier her, setzen wir hier her. Nee, nicht so weit an die Häuser. Dahin. Gut. Hier kommt dann den Holzfäller hin. Da können wir nämlich nachher auch die Kohlemeiler aus der Stadt rausnehmen. Erstmal, dass wir die umsetzen. So, wer ist hier? Wer ist das? Ach, das ist der Kashi. Die Hammer, den haben wir ja nochmal Kohle gegeben. Verkauft. Was haben wir an... Was haben wir denn an Schuhen, an Stiefeln? Kann man da welche verkaufen? Nee, da verkaufen wir erstmal keine. Buchweizen. Wir haben auch fast kein Buchweizen mehr, Leute. Wir müssen unbedingt sehen, dass diese Farm hier oben Lebensmittel produziert. Das heißt Kartoffeln, Buchweizen, Weizen und Sonnenblumen. Ja, haben sie schon wieder keine Knete mehr. Ach je. So, gut. Heute sind aber meine Verkäuferinnen drin geblieben. Das letzte Mal habt ihr ja gesehen, waren die immer alle weg. Gut, das ist schon auf alle Fälle mal gut, dass wir da kein Problem kriegen. So, es ist Januar. Ich gebe noch ein bisschen Stoff hier, dass die Farm fertig kriegen. Schauen auch mal zwischendurch rein, was wir an Arbeitskräften haben, Population. 8% Arbeitslose. Looking for job, 12, 13, 14, 15 Mann. Na ja, gut. Ah, es ist jemand gestorben im Alter von 78 Jahren. Hier in dem Haus, alles klar. Wie sieht unser Friedhof aus? Oh. Ah, nee, wir haben noch offene Grabstellen, alles klar. Aber hier werden wir mal ein bisschen Deko reinbringen in den Friedhof. Der sieht so nackig aus. Busch hierher.
Dann ein Baum, ein Bäumchen, hier so eins. Dann ja, ist das schon wieder. Schon wieder Terkashi. Hast du wieder langsam gestellt. Moment. Und ein paar Bänke, ein oder zwei Bänke stellen wir auch noch hier. Damit sie sich mit ihren Angehörigen unterhalten können. So. Und hier noch eine Krette. Jawohl. Gut. Ah, erste Friedhofsbesucher ist da. So, mal gucken wir nochmal, was der Kashi will. Die wollen nochmal 1000. Gut, das verkaufen wir auch nochmal. Sunflower Oil können sie noch keins kriegen. Honig haben wir ja keinen. 54 haben wir noch. Da brauchen wir höchstens welchen, den wir kaufen können. Denn wir haben ja immer noch keine. Keine Bienenstöcke in unseren Häusern, in unseren Gärten. Die Farm ist fertig. Alles klar. So, gut. Dann mache ich jetzt hier mal einen ganz kurzen Cut. Ich stelle das hier mal auf Pause. Ne, ich muss ja erstmal wieder jemanden einstellen hier. Eine Verwalter, damit ich überhaupt Fruchtfolgen einrichten kann. Bitte, Verwalter haben wir. Und ich mache jetzt einen kurzen Schnitt hier und wir sehen uns. Ich melde mich wieder, wenn ich die Farm eingerichtet habe. Ich lasse das jetzt auf Pause-Modus. So, meine Leute, ich habe jetzt die Farm hergerichtet, die Felder angelegt. Habe gleich noch daneben einen Heuschober gebaut, habe noch gebaut einen Brunnen, einen Kuhstall und eine Granary. Und wir werden hier auch noch mal sehen, ob sich das ausgeht, wenn wir hier noch ein paar können wir ja hier eins hinmachen. Und dann machen wir hier noch einen Heutrockner hin. Nee, die können wir hier oben noch hinlegen. Hier oben zwei hin, da einen hin. Und einen dritten, machen wir noch einen dritten. Nee, wir machen erstmal die zwei. Oder nee, wir bauen doch noch einen dritten. Wir bauen doch noch einen dritten. Und zwar den tun wir hierher bauen. Da können sie erstmal einen Baum fällen. Genau, und dann können sie hier das Heu in den Schober backen. Damit wir Kühe haben. Kühe. Heu haben für die Pflüge. Ich werde übrigens, habe ich denn, das haben wir hier ein paar. Hier haben wir, den machen wir zum, wir haben hier 20 drinne, den machen wir zum Ochsen, den machen wir zum Ochsen. Und hier in dieser Farm rufen wir schon mal einen Pflug, dass ein Pflug gebaut wird. Genau. So. Den hier bestellen wir auch. Vier Wagen. So, alles klar. Ich lasse es jetzt wieder etwas schneller laufen.
So haben wir noch mal ein Haus mit Garten gebaut. Und wir werden auch noch ein mindestens zwei Plantagen bauen. Da gucken wir uns jetzt auch noch mal einen Platz aus. Kann man die hier unten hinbauen? Sieht ja fast danach aus. Als ob man hier unten ans Wasser, was man wieder auf langsam stellen, damit wir F1 Long, also hier hin. Bisschen größer machen, die Plantage. Hier hin. Das Ding drehen wir. Und hier rein. Genau. So, und jetzt bauen wir noch eine weitere Plantage. Da ist das der Kashi. Fällt auch schon wieder Kohle. Mal gucken, was wir, wie viel wir noch haben. Wir haben nur noch 8000. Nee, das wird dann mal nix. Canceln. Kuh will er haben. Nee, wir haben nur plus 700. Canceln. Äpfel habe ich gar keine mehr. Canceln. Kann ich bei dem, wie viel Geld habe ich denn? 2086. Haben die Leder? Die haben Leder. Da kaufen wir mal das gesamte Leder. Da können wir Schuhe produzieren. Viel. Gut, das Leder kaufen wir. Dort ist zwar 472, 473 Geld, aber wir werden auf alle Fälle damit Profit machen. Indem wir Schuhe produzieren. So, jetzt baue ich mal hier noch. Ich nehme mich mal mit dem Ton wieder weg und ich baue jetzt mal noch ein bisschen was und lasse das etwas schneller laufen. So, Balaklina ist da. Was wollen denn die von uns? Die wollen Leder. Die wollen uns Kühe verkaufen. Die wollen uns Schweine. Die wollen uns Eisen, Pferde, Schafe, Leim, Kohle. Hier hinten habert's an Feuerholz. Aber die haben schon wieder Feuerholz drinne hier. Wir hatten kurzfristig ein Mangel an Feuerholz. Was ist denn das? Der ist 15. Arbeitet schon. Gut. Arbeitet der oder will der was kaufen? Keine Ahnung. Mhm. So, wir schauen mal in unsere Ressourcen rein, was wir haben. Wie sieht es jetzt mit unseren Ziegeln aus? 5700 haben wir. Buchweizen haben wir 0. Das ist weniger schön.
Also, mal gucken, ob Balaklina was hat. Oh, die haben auch kein Buchweizen, das sie uns verkaufen können, ne? Wieso haben wir kein Buchweizen mehr? Wo wird denn der Buchweizen verkauft? Oder verfüttert? Doch bestimmt nicht in den Kuhstellen. Die haben doch kein Buchweizen. Ne? Die haben Wasser und Heu. Schafstall? Eigentlich auch nicht. Die haben auch Wasser und Heu. Hühnerstall habe ich ja keinen. Schweinestall. Die haben Barley drinne, die haben alles drinne, Barley und Linsen, alles klar. Und Getreide, Weizen. Plus keine Schweine. Keine Schweine. Buchweizen haben die nicht drin. Keine. Was sind da ganze Buchweizen? Den haben die denn alles schon aufgefuttert? Naja, wir haben ja auch andere Lebensmittel. Es sieht dann, ist ja nicht so, dass wir keine Lebensmittel haben. Wie sieht's aus mit Fisch? Na, manchmal haut das ja nicht so richtig hin. Oder ich bin zu dumm. Fisch haben wir auch keinen. Wo sind denn unsere Fischer? Na, seht nochmal zu, Leute. Drei Fischer und nicht ein Krümel Fisch. Fischbrot muss repariert werden, haben wir doch. Die hier haben voll. Müssen wir hier in der Grenerie können wir da kennen doch. Buchweizen, Potatis. Ich habe auch keine Kartoffeln mehr. Ist das drin, ne? Das sieht ja wirklich schwach aus. Wir haben doch Kartoffeln zugekauft. ...186 Kartoffeln haben wir noch. Also, wir müssen sehen unbedingt, dass wir die Lebensmittelsituation hier in den Griff kriegen. Das ist, lässt sich gar nicht gut an. So, in der Grenerie hier. Weizen haben sie drin, Milch. Potatoes, Buchweizen, Sunflower Oil, Möhren, Honig. Was anderes kann ich hier nicht reinräumen. Ich wollte eigentlich sehen, dass ich das Mehl. Wo haben wir noch eine Grenerie? Hier. Sunflower Oil, Buchweizen, Kartoffeln. Oh, das ist gar nicht gut. Dann müssen die hier. Was haben wir hier? Was gibt's hier? Müssen die Mehl flower. Äpfel. Und Flower. Wo ist Flower? Flower, hier. So, wir haben recht wenig Granerie, muss ich sagen. Da ist eine. Da ist eine. Oh, hier ist noch gar nichts drin. Das ist gut. Da müssen wir erstmal jemanden einstellen. Und zwar. Ein Mann, eine Frau. So, und dann kommt hier rein Flower. Gehen wir mal auf 5000. Alles klar, gut. So. Jetzt können wir hier mal noch.
Ich hatte nur am Anfang gesagt, dass wir unser Dorf umbauen wollen, aber wie das manchmal so ist, funktioniert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. So, jetzt wollten wir hier, müssen wir eine Ecke einbauen, aber leider können wir bloß so eine Ecke, mir wäre eine andersrum Ecke auch lieb. So, versuchen wir das mal hier anzusetzen. Ich gehe mal noch ein Stück runter. Also hier müsste er noch mal. Jetzt haut es nicht hin, seht ihr's? Ah, ich weiß. Das habe ich, weil ich das selber gedreht habe. Deswegen. Ja, eine andere Richtung. Das haut nicht so richtig hin. Moment. Das haben wir gleich im Griff. So, wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt tun. Halt. Ist das das Richtige gewesen? Ja. Seht ihr hier, es gibt immer ein paar kleine Schlitze und das finde ich nicht gut. Das müsste richtig einsnappen. Das finde ich nicht so prickelnd. Da müsste er in so eine richtige Snap-Funktion einbringen, damit das hinhaut. Egal, es kommt bestimmt noch. 330 haben da wieder welche unser Dorf verlassen. Oder sind so viele gestorben? Und ist einer gestorben an einer Krankheit. Aber konnte man nicht ausmachen, an welcher Krankheit. Ja, der letzte muss das gewesen sein. Ja, ja. Der ist noch gar nicht so alt gewesen. Personallok, was soll denn das sein? Ach so. Alles klar, kannst du seinen Lebenslauf kannst du ja nochmal nachvollziehen. 1733 ist er geboren. Was? Nee, ist er gekommen. Ist er zugezogen, alles klar. Und 1738 hat auf der Farm gearbeitet. War eine Frau, oder? Satana, ja, das ist eine Frau. Alles klar. Am 7. April ist sie gestorben. Alles klar. Weniger schön. Aber wir können es halt nicht verhindern. So. Jetzt haben wir die zweite. Und hier haben wir den nächsten. Erster, wo haben wir den alten? Den hier, den tun wir mal wegreißen hier. Das rupfen wir weg. Das rupfen wir weg. Das rupfen wir auch weg. Diesen, wieso kann ich den ja nicht wegrupfen? Muss man erstmal leer machen oder was? Ist ja nichts drin. Und wenn der leer ist, wenn der fertig ist, kann man auch leer machen. So, und jetzt bauen wir uns nämlich welche hier oben hin, an Waldrand oder an Dorfrand, hier bei den. Hierher. Dann müssen wir halt mal schauen, was unsere anderen machen. Eins, zwei,
Nein. Vierer hat man dort unten, das setzen wir auch erstmal wieder vier hierher. Hier. Ah, na, hier ist nicht viel los. Haben die hier unten überhaupt wieder Steine gesammelt? Sind zwar 1141 Steine drin, aber es ist niemand da. Was ist hier? Ich hab doch Boxen freigegeben. Wo sind sie denn? Oder ich habe doch Ochsen gemacht. Was ist denn jetzt unser Rind? Hier ist er doch. Ochs. Müssen wir die jetzt hochschaffen zum Wagenbauer? Nee, oder? Nee, die wollen wir nicht noch zum, sondern die wollen wir zum Wagenbauer. Die brauchen wir für, was ist denn der jetzt, unser Wagenbauer? Das hier ist er, oder? Nee. Ja. Nee, das ist zur Forestry. Und ist das drin? Das findet man den Wagenbauern. Das ist der Ölshop. Die Ölfabrik. Hm. Das macht mich jetzt aber fertig. Warum hat er den Karten hier? Carpentry. Ah, alles klar, die haben kein, alles klar, gut. Die haben kein Zeug für die Ochsen. Die Ochsen sind weg, weil wir haben kein Futter für die gehabt. Alles klar, das ist unsere Schuld. Und Balaklina will wieder uns was verkaufen. Nee, haben wir ja nicht, brauchen wir ja nicht. Alles klar, wir können mit dir leider kein Geschäft machen, mein Freund. So, gut. Ach, die Kleine holt Wasser, alles klar. So, dann müssten wir die wohl hier rüberziehen. Sofern die jetzt hier ein bisschen Futter haben und Wasser haben. Da können wir die Ochsen hier rüberziehen aus dem Kuhstall, denke ich. Lass mal ein bisschen schneller laufen. 100 mal Wasser haben sie schon drin. Und jetzt holt uns mal ein bisschen Heu. Kommt. Jetzt haben wir Heu. Alles klar. Also müsste ich eigentlich den Ochsen nehmen können. Ah ja, jetzt können wir den hier rüber zerren. Und den zerren wir auch hier rüber. Jetzt haben wir nämlich die zwei Ochsen. Jetzt haben sie das Futter, sie haben Heu und jetzt haben wir auch die zwei Ochsen am Pflug hängen. Alles klar, das war unsere Schuld. Und da habe ich gepennt. Muss ich so sagen, jetzt kann ich das ja wegreißen. So, und den machen wir auch leer hier. Und dann reißen wir den auch weg und den Förster, den Förster mitten im Ort, den rupfen wir auch weg. Das fahren wir ja alles runter. Nicht, dass da noch einer reinkommt. Und das tun wir auch raus, leer machen. Und dann reißen wir den Förster hier weg.
Da können wir dann irgendetwas anderes hier reinstellen. Noch ein Wohnhaus oder so, mal sehen. Panitüne ist da, also die kommen mit dem Schiff. Was haben die denn? Salz, Honig, Miet, Fisch und Glas wollen sie uns verkaufen. Glas wollen sie uns verkaufen vor Schweinegeld. Alles klar. So, und haben möchten sie Sunflower Oil. Ja, ja, gleich 13.000 Mal. Ist ja auch richtig. Wir haben selbst nicht mal mehr welches. Mehl haben wir auch so gut wie nichts mehr. Klamotten, warme Sachen. Oh ja, die haben... Die stellen Ansprüche. Oh ja, ja, ja. Jetzt haben wir einen Äpfel. Wir haben auch keine Äpfel mehr. Bei uns sieht's ziemlich trübe aus. Unsere Bevölkerung nagt auch langsam am Hungertuch. Also. Ich hoffe doch, Moment. Ne, eigentlich Probleme mit Essen haben wir eigentlich keine. Wasser, wo schreien sie laufen, dass sie keins haben. Aber wir haben ja Fleisch. Und das ist schon mal gut. Wir haben Fleisch. Es werden immer mal ein paar Schafe werden geschlachtet. Wie sieht's hier aus? Wo ist der Kuhstall? So ist er wieder weg. Hier ist er. 20 haben wir drin. So, dann können wir die 4-jährige Kuh zum Schlachter, den Bullen zum Schlachter, die Kuh zum Schlachter. So, Schlachter. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir die ganzen Kühe wegschlachten und dann bloß noch Bullen haben. Bullen und Ochsen. Also, hier den Bullen, den tun wir weg. Der geht zum Schlachter, der geht auch zum Schlachter. Wir haben noch genug Bullen hier. 2-jährige. So, einen tun wir jetzt noch wegschlachten und das ist der hier, genau. Alles klar. Wenn wir nämlich bloß noch Bullen haben, haben wir auch keine Milch. Was ist mit denen hier hinten? Hier hinten jammern sie schon, da haben sie schon nichts zu fressen mehr, oder wie? Jetzt geht's langsam. Jetzt ist Juli, es kommt bald die neue Ernte. Was haben wir denn noch drin? Knoblauch, müssen sie Knoblauch essen. Fisch, warum haben wir keinen Fisch? Das gibt's ja gar nicht. Die tun doch angeln. Was haben wir denn hier an Fisch drin? Hier ist kein Fisch drin in der Grenerie. Und in der nächsten Grenerie, da haben wir auch keinen. Wir lagern in keiner Grenerie Fisch. Ist aber auch ein Versäumnis für uns. Was haben wir jetzt wieder mit Refa? Na, wollen wir mal schauen. Mereffa, was wollen die denn? Na, die wollen ja auch wieder Sachen, die wir nicht haben. Eisen. Wir haben 2000 Mal im Lager zum Verkaufen. Also kriegen sie 2000. Wir brauchen auch wieder Geld. 2000 Mal Eisen. Deal. Salz. Kriegen sie auch 3000. Gut. Und wie sieht's mit Flachs aus? Ne, den behalten wir erstmal selber. Alles klar, wir haben jetzt auf alle Fälle... Und was können wir von denen kaufen? Gar nichts. Textilien, Honig, Weizen, Hanf und Hühner. Nö, und das reicht uns erstmal. So, naja. Wir haben in keiner Grenerie Fisch. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz schwache Leistung. Muss ich wirklich sagen. Das ist eine ganz schwache Leistung. Und in der kleinen, wo ist die kleine Grenerie? Da werden wir mal den Potato rausschmeißen. Da kommt Fisch rein. Fisch. Thank you.
Hall, alles klar. Gut. So, meine Freunde, ich glaube, wir werden erstmal hier die Folge hier beenden. Ich hatte eigentlich viel mehr vor, aber so eine Umgestaltung oder so ein Dorf zu managen, da haut funktioniert halt nicht immer, wie wir uns das so vorstellen. Um zu viele Sachen, die wir erst einmal wieder in der Reihe kriegen müssen. So, alles klar. Wir sehen uns dann. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Und vielleicht habe ich bis dahin werde ich bestimmt nochmal hier Hand anlegen. Ich werde noch eine weitere Farm bauen, denke ich mir. Und vor allem an Lebensmitteln, damit uns das nicht wieder passiert. Werde hier oben, denke ich mir, hier müsste ich eigentlich Platz haben, um eine weitere Farm herzustellen. Ja, denke ich schon. Ich werde gleich mal hier eine Farm hierher setzen. Hierher. Da müssen so zwar jetzt 20 Bäume fällen. Genau. Die werden die jetzt schon fällen, denke ich mir. Und dann sehen wir uns. Dann werden wir sehen, was wir hier noch paar Felder anlegen. Hier habe ich noch Platz. Hier müsste ich eigentlich 6 Felder herkriegen. Hier passen auf alle Fälle mal noch 2 her. Ja, müssen wir nochmal herkriegen. Nochmal in eine Farm, so wie hier. Die das gesamte Nahrungsmittelsortiment herstellt. Das heißt Sonnenblumen, Kartoffeln, Weizen und Buchweizen. Damit wir da noch die Engpässe ausgleichen. So, alles klar. Hier kommen die 2 Obstfarmen hin. Das schiebe ich mal noch etwas nach hinten. Wir werden sehen. Alles klar, meine Freunde. Also, ich sag mal tschüss und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch eine gute Woche. Dann bis zum nächsten Montag. Alles klar. Sagt mal tschüss.